Welche gemeinen Spitznamen haben die Chelsea-Spieler Graham Potter gegeben? Und was für eine Riesensumme bietet Al-Hilal Lionel Messi für seine Unterschrift? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Der FC Chelsea hat Graham Potter entlassen. Vor 7 Monaten haben die Blues noch rund 20 Millionen Euro für den Trainer geblecht. Die Umstände seiner Freistellung haben ein chaotisches Vereinsumfeld voller skurriler Szenen offenbart. Wir schätzen uns glücklich, Graham als Partner auf dieser Reise zu haben, hat Miteigentümer Behdat Ekbali im Rahmen der Verpflichtung von Potter erklärt. Es ist der bisherige Höhepunkt oder auch Tiefpunkt einer wilden Zeit beim Champions League-Sieger von 2021, die vor rund einem Jahr mit der Übernahme durch die Investoren Ekbali und Todd Bowley angefangen hat. In ausführlichen Hintergrundberichten in den englischen Medien wird offenbart, wie es zur Trainerentlassung gekommen ist. Die Transferpolitik des Clubs hat ihm eher geschadet als genutzt. Und das, obwohl Chelsea ja quasi wie im FIFA-Karrieremodus eingekauft hat. Zur Erinnerung für euch: Chelsea hat im Sommer und im Winter insgesamt 15 neue Spieler für über 600 Millionen Euro geholt. Offiziell stehen jetzt 32 Spieler im Profikader der Blues. Nahezu jeder von ihnen hat einen Stammplatzanspruch. Mit Jugendspielern hatte Potter teils 33 bis 40 Spieler im Training. Wie soll man da noch den Überblick behalten? Teamsitzungen waren so voll gewesen, dass Spieler auf dem Boden sitzen mussten. Die Umkleidekabine ist zeitweise aus allen Nähten geplatzt. Manche Spieler mussten sich sogar auf den Fluren umziehen. Wie in der Kreisliga. An effektives Training war gar nicht mehr zu denken. Die Anzahl der Spieler ist ja quasi unkontrollierbar. Dass es sich hierbei immer noch um einen der besten Clubs der Premier League handelt, gerät bei solchen Geschichten schnell in Vergessenheit. Konnte Potter also nur scheitern? Möglicherweise. Aber auch der Ex-Trainer selbst hat einige Eigenheiten an sich. Als Autoritätsperson haben ihn die Profis jedenfalls nicht wahrgenommen. Hinter seinem Rücken wurde er von seinen Spielern Harry oder Hogwarts genannt. Eine respektlose Anspielung auf seinen Nachnamen und die beliebte Filmreihe über den gleichnamigen Zauberer. Unterstützung im Umgang mit dem Problem hat Potter nicht erhalten. Das ist auch ein Resultat der Clubübernahme durch Bowley und Ekbali. Denn unter den neuen Eigentümern geht es bei Chelsea drunter und drüber. Neue Positionen wurden geschaffen, etabliertes Personal dafür entlassen. Eine funktionierende Maschinerie konnte sich daraus auch hinter den Kulissen natürlich noch nicht entwickeln. Ex-Trainer Thomas Tuchel hat davon noch einiges mitbekommen. Auch, weil er zu Beginn der Übernahme durch die neuen Besitzer selbst noch bei Chelsea angestellt war. Ihn hatte sein Aus an der Stamford Bridge ordentlich mitgenommen. Aber der Club hat sich massiv verändert. Das hat die Distanzierung auch leichter gemacht, hat Tuchel auf einer Bayern-PK erklärt. Da sich jetzt auch Potter von Chelsea distanzieren muss, stellt sich die Frage, wer bei den Blues übernehmen wird. Beantwortet werden kann sie aber noch nicht. Doch eines scheint klar. Auf den neuen Coach wartet eine Menge Arbeit und ein schwer zu überblickendes Arbeitsumfeld. Eintracht Frankfurt könnte für den Sommer ein mittelgroßer Umbruch bevorstehen. Hinter der Zukunft einiger Spieler steht ein Fragezeichen. Dazu gehört auch Mittelfelddauerbrenner Djibril Sow. Yvonne Dika und Daichi Kamada werden Eintracht Frankfurt im Sommer ablösefrei verlassen. Das steht quasi schon fest. Und für Eintracht-Topscorer Randal Kolo Muani bahnen sich jetzt schon hochdotierte Angebote von Topclubs an. Und auch bei Sow ist noch nicht sicher, ob er nach Saisonende noch in der Main-Metropole verbleiben wird. Von Seiten des 26-Jährigen gibt es keine Intention, den 2024 auslaufenden Vertrag bei der SGE zu verlängern. Allerdings führt das Management des zentralen Mittelfeldspielers bereits Gespräche mit Vereinen aus England, Frankreich und Italien. Sportvorstand Markus Krösche hat dem Profi auch schon ein Preisschild für einen Transfer nach der Saison umgehängt. Ab 15 Millionen Euro sind die Frankfurter gesprächsbereit. Angesichts der kurzen Restlaufzeit beim Vertrag noch eine ganz ordentliche Summe. Schon im Winter hat es reges Interesse aus der Premier League am 36-fachen Schweizer Nationalspieler gegeben. 4 Clubs von der Insel haben ihre Fühler in Richtung Sow ausgestreckt. Die Frankfurter wollten den Leistungsträger aber natürlich nicht mitten in der Saison verkaufen. Im Sommer gestaltet sich die Situation anders. Ohne eine Verlängerung wird es der letzte Zeitpunkt für die Adler sein, um eine ordentliche Ablöse zu generieren. Andernfalls läuft der Bundesligist Gefahr, Sow 2024 ablösefrei zu verlieren. So wie es jetzt bei Ndika und Kamada passiert. Allen voran Markus Krösche will das natürlich um jeden Preis verhindern.
Aleksandar Mitrovic ist bekannterweise ein Heißsporn. Dass dem serbischen Mittelstürmer hin und wieder die Sicherung durchbrennt, ist dabei keine Überraschung. Bei der FA Cup Partie gegen Manchester United vor wenigen Wochen hat Mitrovic aber zu weit über die Stränge geschlagen. Der aggressive Torjäger ist Schiedsrichter Chris Kavanagh körperlich angegangen. Er hat den Offiziellen geschubst und damit für große Aufregung gesorgt. Ich meine, den Schiri verbal zu attackieren, ist inzwischen irgendwie zu einer unschönen Normalität geworden. Dass jemand beim Offiziellen Hand anlegt, ist allerdings nur selten im Profibereich zu sehen. Deshalb ist Mitrovic für sein Vergehen auch alles andere als glimpflich davon gekommen. Ganze 8 Spiele muss der Strafraumstürmer aussetzen. Eine heftige Sperre. Zusätzlich muss der FC Fulham 40.000 Pfund Strafe zahlen. Mitrovic und die Cottagers hatten bei der Anhörung vor dem Schiedsgericht auf die Standardstrafe von 3 Spielen plädiert. Ein Spiel hat Mitrovic bereits ausgesetzt, damit bleiben noch 7. Der Wutausbruch kostet den 28-Jährigen fast die gesamte Saison. Nur die 3 letzten Ligaspiele wird er noch bestreiten dürfen. Für Fulham eine Katastrophe, denn im Kampf um die internationalen Plätze muss der Premier League Club auf den besten Torschützen verzichten. Die 4 Punkte Rückstand auf Rang 7 wird man ohne Mitrovic wohl nicht mehr aufholen können. Immerhin hat Fulham aufgrund der starken Leistungen in der bisherigen Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Und daran hat vor allem Mitrovic mit seinen 11 Ligatreffern großen Anteil. Am gestrigen Dienstagabend stand das Hinspiel im Coppa Italia Halbfinale zwischen Juventus Turin und Inter Mailand auf dem Programm. In einer packenden Partie wollten zunächst keine Tore fallen. Erst in der 83. Spielminute ist Juan Cuadrado, der erlösende Treffer für die alte Dame, gelungen. So kurz vor dem Abpfiff, doch eigentlich die Vorentscheidung. Inter hatte sich aber noch nicht aufgegeben. In der Nachspielzeit wurde den Nerazzurri vom Videoschiedsrichter ein Handelfmeter zugesprochen. Juves Abwehrspieler Bremer war der Übeltäter. Romelu Lukaku ist zum Strafstoß angetreten. Der belgische Torjäger hat genetzt und seinen späten Ausgleichstreffer mit einem besonderen Torjubel zelebriert. Grund für seine Gesten nach dem Tor waren unsägliche rassistische Beleidigungen und Schmährufe der Juve-Anhänger, die Lukaku über die gesamte Partie hinnehmen musste. Affenlaute und Sprechgesänge, die ihn als Affen bezeichnen, waren zu vernehmen. Statt den Stürmer dann in Schutz zu nehmen, wurde sein aufreizender Torjubel vom Schiedsrichter mit Gelb geahndet. Und das wollte sich Lukaku natürlich nicht gefallen lassen. Es entstand ein großer Tumult, in den auch Juves Torschütze Cuadrado involviert war. Am Ende kassierte Lukaku einen Platzverweis und Cuadrado nur Gelb. Danach hat der Schiedsrichter die Partie abgepfiffen. Die Profis auf dem Platz waren aber teilweise nicht mehr zu beruhigen. Auch Torhüter Samir Handanovic hat sich dann eingemischt. Die Rangelei ist eskaliert und eine riesige Rudelbildung hat dazu geführt, dass 2 weitere rote Karten verteilt wurden. Handanovic und Cuadrado haben jeweils noch nach Abpfiff den roten Karton gesehen. Damit fehlen im Rückspiel gleich 3 Akteure, die im gestrigen Hinspiel noch mit Topleistungen geglänzt haben. Und das nur wegen Idioten auf der Tribüne, die ihren Hass ausleben wollen. Lukakus Beratungs- und Marketingagentur Roc Nation hat sich zur Situation geäußert und Schutz für den Torjäger eingefordert. Darin heißt es unter anderem: Die rassistischen Äußerungen, die Juventus-Fans heute Abend in Turin gegenüber Lukaku gemacht haben, waren mehr als verachtenswert und können nicht akzeptiert werden. Nach Erklärung der Vorkommnisse legen die Repräsentanten des Stürmers den Finger in die Wunde. Die italienischen Behörden müssen diese Gelegenheit nutzen, um den Rassismus zu bekämpfen, anstatt die Opfer des Missbrauchs zu bestrafen. Damit treffen Lukakus Vertreter den Nagel auf den Kopf. Denn solche Situationen sind leider keine Seltenheit in italienischen Fußballstadien. Dass Aurelio De Laurentiis ein exzentrischer Funktionär ist, stellt der Präsident der SSC Neapel immer wieder unter Beweis. In einem Interview hat sich das Cluboberhaupt mit den graumelierten Haaren jetzt zu Quiccia Kvaratskhelia geäußert. Und das mal wieder sehr temperamentvoll. Der georgische Offensivspieler gehört zu den Entdeckungen der Saison. Erst vor einem Jahr hat Napoli den Dribbelkünstler für knapp 12 Millionen Euro verpflichtet. Inzwischen dürfte Kvaratskhelia das 8-fache wert sein. Bis 2027 ist der Georgier an Neapel gebunden. Dementsprechend muss sich der Tabellenführer der Serie A auch keine Angst um einen zeitnahen Abgang des Leistungsträgers machen. Dennoch arbeitet man an einer Vertragsverlängerung mit Quaradonna, wie die Fans den Publikumsliebling getauft haben. Natürlich zu besseren Bezügen. Angesprochen auf einen möglichen Verkauf, reagiert De Laurentiis ziemlich dünnhäutig. Hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Willst du endlich aufhören, mich zu belästigen? Hat der Napoli-Boss den Interviewer angefaucht. Im Anschluss ließ er den Fragesteller wissen: 2 Leute schließen einen Vertrag ab. Was soll das heißen? Man einigt sich und dann läuft der Vertrag für 5 Jahre, nicht für 1 Jahr. Offenbar trifft man mit Rückfragen zum Shootingstar einen wunden Punkt bei De Laurentiis. Ob mehr dahinter steckt?
Vielleicht hat der Vereinsboss auch nur einen schlechten Tag erwischt. Oder er hat sich mal wieder einen Spaß mit seinem Gegenüber erlaubt. Ein Blatt nimmt der Exzentriker nämlich nur selten vor den Mund. Kein Tag vergeht ohne neue News zu Lionel Messi. Auch mit 35 Jahren auf dem Buckel beherrscht der argentinische Superstar noch die Schlagzeilen. Und dazu gibt es nun wieder allen Grund. Erst gestern haben wir euch davon berichtet, dass Paris Saint-Germain Messi das Gehalt kürzen will. Davon hält La Pulga wenig. Umso interessanter ist jetzt die Information von Transfermarktexperte Fabrizio Romano. Der bestens vernetzte Italiener hat berichtet, dass Al-Hilal aus Saudi-Arabien alles dafür tut, um Messi in den Wüstenstaat zu holen. Al-Hilal ist der Stadtrivale von Al-Nassr. Beide Vereine sind in der Hauptstadt Riad beheimatet. Und bei Al-Nassr spielt bekanntlich Cristiano Ronaldo. Der Portugiese soll bis zu 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ein Wahnsinnsgehalt, das eigentlich nicht zu toppen ist. Eigentlich. Denn Al-Hilal hat wohl eine noch größere Schatztruhe im Keller stehen. Die Rivalen vom Ronaldo-Club wollen für Messi nämlich das Doppelte auf den Tisch legen. Sage und schreibe 400 Millionen Euro pro Jahr sind laut Romano für die Verpflichtung von Messi vorgesehen. Der Weltmeister würde damit mit Abstand zum bestbezahltesten Sportler der Welt aufsteigen und Stars wie LeBron James, Tom Brady oder Canelo Alvarez in die Schranken verweisen. Ob Messi sich dem verlockenden Angebot hingibt, ist aber keinesfalls sicher. Denn Romano berichtet auch, dass der wuselige Dribbler lieber noch etwas in Europa bleiben will. Möglichst ein Club, der um die Champions League spielen kann, soll es sein. Dafür würde Messi wohl vorerst auf extrem viel Geld verzichten. Das haben wir alle, bei Ronaldo aber auch gedacht. Vielleicht wird Messi am Ende also doch noch schwach und entscheidet sich dafür, den nächsten Rekord zu knacken. Und der wird sich unmittelbar auf seinem Konto widerspiegeln. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. Zeit für eure Meinung. Glaubt ihr, Messi geht auf das Mega-Angebot ein? Oder zockt er noch ein bisschen in Europa? Vielleicht ja sogar bei Barca? Schreibt es uns wie immer in die Kommentare. Und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr zwei weiße Bayern-Trikots gewinnen wollt, dann klickt doch auch auf unser Video von gestern und tippt das richtige Ergebnis beim Spiel vom SC Freiburg gegen die Bayern am Samstag. Alles, was ihr dafür machen müsst, findet ihr dort. Das war's mit unseren Kick-News für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bleibt stabil, wir hören uns dann morgen wieder.